Berlin, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten sorgt Toni nach den vergangenen Wochen und Monaten endlich für klare Verhältnis und offenbart ihrer Chefin ihre Medikamentensucht. Die Kommissarin ließ fast nichts aus, um sich Pillen zu holen. Seit einer Schussverletzung in den USA war sie von Schmerzmitteln abhängig. Auch ein kalter Entzug brachte bis auf Leid keinen dauerhaften Erfolg. Als sie dann noch einen Dealer laufen ließ, der sie zuvor mit Oxycodon versorgte, war das Desaster fast perfekt. Der Kriminelle erpresste Toni daraufhin und verlangte, dass sie ihm seine beschlagnahmten Drogen aus der Asservatenkammer wiederbeschaffe. Ansonsten würde er die Polizistin bei ihren Kollegen anzeigen, worauf sich Ninas Tochter nicht einließ. Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie sie das Gespräch mit ihrer Chefin sucht. Mach's nicht so spannend, will Kommissarin Knappe direkt wissen, wo der Schuh drückt. Es geht um die Schussverletzung. Setzt Toni an, woraufhin Knappe sich nach möglichen Spätfolgen erkundigt. Toni bejaht, sozusagen. In New York haben sie mir dann Oxycodon verschrieben. Knappe seufzt und es entfährt ihr ein Nein. Toni beteuert, zuvor nicht gewusst zu haben, dass sie abhängig sei. Ich wollte in den Dienst, und die Tabletten haben geholfen. Als ich dann gemerkt habe, dass ich aufhören muss, habe ich gedacht, dass ich einfach die Dosis reduziere und es nach und nach ausschleichen kann. Berichtet sie ihrer Chefin. Das erwies sich als Trugschluss. Und die Ärzte drüben haben dir ein Rezept nach dem anderen ausstellen lassen, wittert Knappe, und es bricht aus ihr heraus. Scheiße. GZSZ? Toni legt die Karten auf den Tisch. In Berlin habe Toni dann die Dosis erhöhen müssen, und dann ist es außer Kontrolle geraten, erklärt sie sich. Knappe will wissen, was passiert sei. Zwei Jugendliche haben mir in der U-Bahn die Waffe geklaut. Aber ich habe sie sofort wiederbekommen, gesteht die Polizistin, aber es hätte auch anders ausgehen können. Weil ihr kein Arzt in Berlin ein Rezept ausstellen wollte, habe sie sich die Tabletten auf der Straße besorgt. Knappe fällt aus allen Wolken, als sie erfahrt, dass Toni den Dealer bei der Razzia laufen ließ. Bist du noch bei Trost? Damit hast du alleine deine Kollegen gefährdet, scheppert Knappe ihr entgegen. Auch macht Toni reinen Tisch und erzählt, dass der Dealer sie erpresst habe.